Hey Leute, was geht? Sony ist mal wieder hier mit einem Black Ops 2 Gameplay. Suchen und zerstören auf Slums. Wie gesagt, es ist ein Suchen und Zerstören Spiel, also werde ich eher defensiv spielen und nicht die ganze Zeit Spawn rapen. Falls ihr jetzt denkt, dass ich hier permanent auf den Spawn renne und so. Aber ist trotzdem noch ein taugliches Spiel geworden mit 11 zu 2. Einmal gnadenlos rausgehauen und einen richtig geilen Kill, ey. Den feiere ich so sehr. Aber das ist heute eher nebensächlich. Ich komme nochmal zum Schluss aufs Gameplay drauf. Aber ich will nur ein kleines Thema ansprechen. Es dauert nicht lang, 2 Minuten schätze ich mal. Und es geht zwar um Mädchen, die... Naja, wie sagt man das? Sagen wir es mal anders. Also bei mir in der Stadt wurde ein Mädchen krankenhausreif geprügelt. Die ist 14 Jahre alt. Und zwar nicht von Jungs, sondern von anderen Mädchen. Und ich finde sowas eigentlich erbärmlich. Es war ja nicht mal so, dass das Mädchen irgendwie eine Chance hätte, ne? Es waren, ich schätze mal, 3 gegen 1. Und, hallo? Bitte? Was ist da los? Sowas kann man doch nicht machen, Mann. Das ist doch einfach nur erbärmlich. Ich bin eh schon so gegen Gewalt eigentlich. Aber dann, dass man so dreckig und unfair sein muss, dass man zu dritt jetzt da auf einen losgeht, ey. Nee, das verstehe ich nicht. Das habe ich gar nicht verstanden. Und das bringt ja auch in der Zukunft überhaupt nichts. Musst du mal überlegen, wenn du im Job jetzt sitzt und dein Boss stresst dich da rum oder so und hetzt dich und dann sagst dann zu ihm, ey, nee. Ich habe jetzt keinen Bock, verpiss dich, du kassierst sonst eine. Ja, was dann? Dann bist du auf der Straße, hast keinen Job, bist Hartz-IV-Empfänger, whatever, ne? Ey, also... Mein Gott, wenn man es früher lernt, dann ist es doch besser, als wenn man es erst irgendwann, wenn man älter ist, mitbekommt oder lernt und dann auf der Straße sitzt. Aber es will in manchen Köpfen halt einfach nicht reingehen. Und mich würde gerne interessieren, was ihr eigentlich davon haltet. Seid ihr eigentlich mehr so auf Streit aus oder eher da gewaltfreier Umgang? Weil ich finde, wie gesagt, einfach sowas erbärmlich. Es ist auch, wie erzählt gerade eben, nicht für die Zukunft tauglich. Aber kann man vielen das erzählen und dann sagen sie, ja, schon klar, bla 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 und machen es nächste Woche wieder. Also, ich mag so Menschen halt einfach nicht, die einfach wirklich nur auf Streit aus sind. Aber man kann halt einfach nichts dagegen machen. Es gibt halt einfach so welche Leute. Dann soll man halt einfach denen aus dem Weg gehen und passt dann. Und überhaupt nicht irgendwie auf Streit auch ausgehen. Und dann sollte eigentlich alles laufen. So, mal kurz zum Gameplay. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt die Drohne aktiviert. Jetzt kommt gleich der hammergeile Kill. Ich sehe da so hinter der Wand ein, wusste aber nicht wo. Jetzt schaue ich mal random. Schau ich dahin und schieß einfach und BÄM! Voll in den Kopf, Alter! Ich hab das so gefeiert, Mann! Ich bin so abgegangen. Auch wenn man es gerade überhaupt nicht sieht, weil ich einfach nur weiterlaufe. Aber ey, hallo? Ey, ich schieß einfach durch die Wand, One-Shot, BAM, in den Kopf. Hier nochmal das C4 geworfen, geil. Ey, Hammer, Hammer, Hammer. Jetzt bereit machen für die nächste Runde. Und, ja, genau. Das war eigentlich die Frage, was mich... was mich... Nee, es würde mich gerne interessieren, was ihr davon haltet und so. Und ja, jetzt rede ich mal ein bisschen wieder über das Gameplay, damit wir nicht hier die ganze Zeit über irgendwas anderes reden. Die Ziele verteidigen. Jetzt hab, wie ihr sehen könnt, war Seitenwechsel. Konterdrohne nähert sich. Ja, Seitenwechsel, genau. Wieder taktisches Warten. Das ist nicht kein taktisches Warten, nur taktisches Warten. Nee, aber auch zurzeit habe ich keine Lust, einen 9-Euro-Truck-Simulator hochzuladen. Also wer sich das immer gern anschaut, weil im Moment spiele ich ja wirklich mehr Black Ops und vielleicht noch ein bisschen CSS hier, also Counter-Strike Source. Und ja, außerdem ist jetzt am Wochenende eh wieder doppeltes EP-Wochenende auf dem PC natürlich. Und das muss ich ein bisschen ausnutzen. Naja, da wir jetzt gleich am Ende sind, sage ich noch dazu, ich spiele auf dem Computer, wer es noch nicht mitbekommen hat. Und ich spiele auf dem Computer mit dem Controller. Somit heißt das, ich habe kein Auto-Aim auf dem PC und bin ein bisschen benachteiligt gegenüber den PC-Spielern mit der Maus. Weil die Maus ist ja
präziser als der Controller. Und ich habe kein Auto-Aim, also ist es schwieriger mit dem Controller zu zocken auf dem PC als auf der Konsole. Also falls sie mal hier und da das Aim einfach nur grottig ist, liegt es daran, dass ich einen Controller habe. Das ist meine Ausrede. Weil ich bin einfach mehr Konsolero und ja. Hier wollte ich gerade den C4 killen und dann blockt er mich. Ey, ich bin da so gerastet, dass der Spacko mich da blockt. Ja, aber das war jetzt ein 11:2. Wir sind ja schon auch am Ende und ich verabschiede mich hiermit. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal.